Herzlich willkommen im Potsdamer Sauenhain, ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb im Norden von Potsdam, wo Freilandschweine gehalten werden. Das heißt, die Tiere hier können das ganze Jahr ihren natürlichen Instinkten folgen, draußen an der frischen Luft leben. Die Tiere hier können suhlen, wühlen, sich an den Apfelbäumen schuppern und haben alles, was sie halt brauchen für eine artgerechte Haltung. Nichtsdestotrotz ist diese Art von Haltung auch sehr arbeitsintensiv. So dauert zum Beispiel die normale Grundversorgung der Herde jeden Tag 5 Stunden. Wenn Besucher hier am Zaun stehen und sich die Schweine anschauen, dann ist oft die Reaktion, ach, das ist also Bio. Das ist leider nicht der Fall, denn oftmals sind Tiere, die nach Bio-Kriterien gehalten werden, auch Schweine, die im Stall gehalten werden, wenn auch mit etwas mehr Platz. Die Freiland-Schweinehaltung ist dann nochmal deutlich was anderes. Im Gegensatz zur normalen Biohaltung ist es hier tatsächlich so, dass die Schweine ganzjährig draußen sein können, in kleinen Gruppen unter natürlichen Bedingungen zusammenleben und sehr langsam aufwachsen können. Ist nicht nur eine besonders artgerechte Haltung für die Tiere hier, sondern auch für den Kunden von Vorteil, weil die Herkunft des Schweinebratens eindeutig ist und der Sonntagsbraten gesünder ist. Mir ist nicht nur wichtig, wie die Tiere gehalten werden, und deshalb arbeite ich nur mit ausgewählten kleinen Fleischereien zusammen, die mit sehr viel handwerklichem Aufwand die Tiere dann letztendlich verarbeiten. In dieser Verbindung von artgerechter Freilandschweinehaltung und handwerklicher Verarbeitung bei einem guten Fleischer entsteht dann auch ein Naturprodukt, und das ist, was der Kunde beim Sauenhain bekommt.